fast im Boden ziehen. Ja, jetzt stark recht, oder? Ist ein Fisch. Jetzt weißt du es wieder. Du weißt es wieder. Wann warst du? Was ist das? Ich habe es vergessen. Achtung, Achtung, stark. Rechts, oder? So. Wo ist unser Hotel? Jetzt. 100 Meter rechts. Jetzt rechts, bitte. Bitte rechts. Bitte fahren Sie rechts. Rechts abbiegeln. Jetzt rechts. Rechts. Und hier ist auch wieder das Sonnenstudio. Ich muss das hören. Du musst ja erstmal ans Ziel kommen. Die kannst du gleich noch hören. Das ist wichtig für den Einmarsch. Jetzt einmarschieren! Bitte ziehen Sie einen Packschein! Wir sind da! Wir sind da! Ah, da steht Faust, war da hinten nur 11. Hier ist es! Faust! Da bin ich wenigstens fast wieder. Wieso? Ja, weil du noch auf dem Plakat bist. Aber da steht Nina drauf, glaube ich. Und wo ist die Bahn? Hauptsache das Foto schon. Der Name ist ja nicht so wichtig. Dann fahr mal auf den. Ist da ein Paar? Ah, endlich was zu essen! Hallo! Hallo! Oh, da ist jemand da. Ja, aber was zu trinken bestimmt. Schauspieler, gibt's doch was, damit sie sich sterben. Treib doch nicht mehr so. Ich wollte sie nicht erschrecken. Ja, filme bitte, wenn Armin, sobald da, Armin die Eisfläche betreten hat. Da oben. Da, ja, da. Ja, so ein Gletscherrest, der wird nie weggeschmolzen. Da ist sicher schön warm. Gibt es hier noch mehr Strände? Komm, ist das ein voller Strand oder ist das das einzige als Strand? Erkennt ihr da was? Deswegen habe ich dir doch gesagt, du musst in der Welt. Das ist Alex. Dusch. Das ist Alex. Das ist Alex. Warte, ich meine Tasche. Vielen Dank. Es war super, großartig, schön. Ah, die letzte Szene, das konnte man ja kaum noch aushalten. Kerker, das war bombastisch gut. Also, ja. Wurde immer dichter und so weiter. Ja. Und es zählt halt jede Sekunde auf der Bühne. Ja. Und da waren wirklich tolle Gänsehautmomente, so ist es nicht. Aber wir haben ja noch was. Wir versuchen uns ja ständig zu steigern. Das heißt, jetzt kommt noch ein größeres Haus. Und dann müssen noch mehr Minuten funktionieren oder Momente. Ne? Da darf man nie nachlassen. Da wollte ich ein paar Leute hier noch ermuntert haben, sondern in der Mitte stehen. Mach erstmal einen Sekt auf. Ich fand das klasse. Sehr schön. So, das ist unpädagogisch. Jetzt ist noch nicht viel Kritik aufzunehmen. Ja, da hast du recht. Wie habt ihr das Publikum wahrgenommen? Was kam ganz hervorragend. Ein ganz außerordentlich gutes Publikum. Nein, aber an den Reaktionen, die Leute waren wach und sind mitgegangen und haben sich nicht berieseln lassen, sondern gehen mit. Und das finde ich das Tollste, was man erreichen kann. Dass es ein Dialog wird zum Publikum und da nicht was abrieselt. Also das fand ich ein tolles. Also ich hatte auch ein gutes Publikum. Ganz gutes. Und die haben so richtig sowas. Ja, richtig. Manchmal hat man so das Gefühl, man spielt gegen so eine Glaswand. Und diesmal hat man so richtig das Gefühl, die saugen einen auf. Also, aber wir haben jetzt in Köln gespielt und jetzt gehen die ganzen Abstecher. Also jetzt ist noch der letzte Deutsche heute und jetzt geht's ins Ausland. Ja, wohin? Der fahrt jetzt nächste Woche nach Finnland. Hält sich doch noch erwischt. Das ist doch noch erwischt. Ja. So aus, wie ich das zu sagen. Das hat man heute nicht mehr. Meine nein. Braut oder mein Weib oder so. Hey, Herr Schimpi. Swami. Mein Luder. Swami, wissen wir nicht weiter. So habe ich das geübt. Ja, aber für die Hexe ist das so geil, diese Sprache. Wahrscheinlich schon. Ne? Wahrscheinlich schon. Nein, oder? Ich frage auf Deutsch direkt. Ja, ich frage direkt auf Deutsch. Ja, ich gehe hin und frage, ob sie Deutsch sprechen und dann mache ich die Interviews. So. Wenn ich, würde ich sagen, würde ich dann. Ich habe gerade gefragt, ob sie das Stück verstanden hat. Jetzt hat sie geantwortet, dass es total der Quatsch war. Genau. Leuk du Laulu? So würde ich machen. Welche Sprache war das? Finnisch. Das ist der Raphael. Wo seid ihr denn? Ja, genau. Wo bist du, Raphael? Ich bin gerade am Aufnehmen. Hallo. Stell dir mal vor, wir sind schon alle hier, ja? In Köln. Genau. Wir fahren jetzt gleich los. Wir sind in Köln am Flughafen.
Wieso hat sie so Streifen im Gesicht? Das ist aus den Streifen hier. Die ist sehr, sehr hell. Also die Stellen, wo eigentlich fast zu viel Helligkeit ist, werden dazu berechnet. Und das bleibt so? Ja, das hat. Wer ist das denn? Das Gretchen. Das Gretchen. Sing mal, Gretchen. Hallo. 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 Lieber, das freut mich, aber das hatte ich mir gewünscht. Natürlich. Nein. Und wir haben Sonnenschein. Wir sehen uns direkt. Also jetzt erstmal Check-in, ja? Ja.